gleich vorweg eine kleine Frage an euch. Was meint ihr, wird der entscheidende Faktor sein, das Zünglein an der Waage, mit dem die aktuelle Pattsituation im russisch-ukrainischen Krieg aufgebrochen wird? Was könnte das aktuelle Gleichgewicht zum Kippen bringen? Wird dies durch eine starke Erhöhung der Lieferung moderner westlicher Waffen an die Ukraine geschehen, kombiniert mit einer massierten Offensive unter einem neuen Oberbefehlshaber, die es dann schafft, die russischen Verteidigungslinien zu durchbrechen, so wie es sich einige im Pentagon vorstellen? Februar 2024. Saluzhny tritt als Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee ab. Er wird durch Sirski ersetzt. General Sirski kann auf zwei erfolgreiche Operationen zurückblicken, die in die Lehrbücher eingehen werden. Die erste ist die Verteidigung Kiews zwischen Februar und Mai 2022, als Sirski die russischen Truppen sich fast bis zur Hauptstadt überdehnen ließ und dann ihre Nachschublinien von hinten abschnitt, sodass die Russen fliehen und einen Großteil ihrer Ausrüstung zurücklassen mussten. Die zweite Operation ist die erfolgreiche Gegenoffensive im Spätsommer-Frühherbst 2022, als die Ukraine das Gebiet Kharkiv und einen Teil von Donetsk befreite. Anders als sein Vorgänger Saluzhny erfreut sich der neu ernannte Generalstabschef keiner so großen Popularität. Unter anderem, weil er bei den schwersten Schlachten im Osten des Landes sehr hohe Verluste in Kauf nahm. Oder werden eher die Russen mit ihrer hochgefahrenen Kriegswirtschaft und einer großen Mobilisierungswelle die ukrainischen Verteidiger niederwalzen? Von Keksen zu Drohnen. Putins Wettrüsten, das den Westen hinter sich lässt. Während Moskau Bäckereien und sogar Klassenzimmer zu Werkstätten umrüstet, um die Waffenproduktion zu steigern, hat die NATO Mühe mitzuhalten. Wir befinden uns derzeit in einem Szenario, in dem Russland 40% des BIP für diesen Krieg ausgibt. Mit der Zeit, so warnen Verteidigungsexperten, könnte Russland dadurch eine überwältigende materielle Überlegenheit erlangen, um den Krieg in der Ukraine zu gewinnen. Das bedeutet, dass die Artillerieeinheiten Mühe haben, die russischen Geschütze mit Gegenfeuer zu unterdrücken und dass die Infanteristen in den Schützengräben angesichts der russischen Angriffe ohne die dringend benötigte Feuerunterstützung dastehen. Oder könnte es vielleicht sein, dass wir da immer noch in eigentlich überkommenen Kategorien einer Kriegsführung der Vergangenheit denken? Ich meine, überlegt mal, je länger sich der Krieg hinzieht, desto weiter wird der Sieg, welcher Seite auch immer, in einer heute noch unbekannten Zukunft liegen. Dann könnten ganz andere Waffen als die von heute die Hauptrolle spielen. Wird also eher die Fähigkeit den Ausschlag geben, die alten Systeme wie Panzer, Schiffe und Kampfflugzeuge durch neue Systeme, vor allem Drohnen, zu ersetzen? Nun, dies legen zum einen die eindrucksvollen Erfolge der ukrainischen Drohnenoperation gegen die Russen im Schwarzen Meer nahe. Hier hat es eine Nation quasi ohne eigene Marine geschafft, die stolze russische Schwarzmeerflotte schachmatt zu setzen, nur mit Hilfe von Drohnen und Raketen. Auch auf dem Land demonstrierten beide Seiten, aber vor allem die Ukraine, welch außerordentlich große Mengen an schwerem und teurem russischen Gerät mit Hilfe von Billigdrohnen zerstört werden können. Allein bei der Schlacht um die kleine Stadt Avdiivka verloren die Russen bis zum 3. Februar 608 Einheiten, darunter 200 Panzer und 350 schwer gepanzerte Fahrzeuge. Die Ukrainer verloren dabei nur ganze 46 Einheiten, was eine Quote von 13:1 darstellt. Ich glaube, aus dermaßen krassen Zahlen könnt ihr selbst die Schlüsse ziehen. Erinnert ihr euch noch an all die Analysten und Militärexperten, die im Februar 2022 darüber sprachen, wie schnell und verheerend die mächtigen russischen Panzerkolonnen die Ukraine niederwalzen würden? Und es ist ja nicht nur so, dass keine dieser Vorhersagen eingetreten ist. Nein, alles scheint auch noch darauf hinzudeuten, dass das Zeitalter der Panzerfahrzeuge wirklich unwiederbringlich zu Ende geht. Es sieht fast so aus, als würden sie in diesem Krieg mit Hilfe von Drohnen so niedergemäht wie im Ersten Weltkrieg die berittene Kavallerie durch MG und schweres Artilleriefeuer. Tja, aber was, wenn ich euch verraten würde, dass dies nur ein kleiner Teil der Wahrheit ist? Was, wenn ich behaupten würde, dass auch die nun so erfolgreichen sogenannten First-Person-View-Kurs FPV-Drohnen, also ferngesteuerte Drohnen, sehr schnell wieder in der Bedeutungslosigkeit oder in zumindest stark eingeschränkten Einsatzbereichen verschwinden könnten? Was, wenn der entscheidende Faktor dafür, welche Seite diesen Krieg gewinnt, gar nicht darin liegt, ob alte Waffensysteme wie Panzer durch moderne wie Drohnen ersetzt werden, sondern darin, wer bzw. was all diese Waffensysteme inklusive der atomaren steuert und kontrolliert? Was, wenn es vor allem der Mensch wäre, dessen Zeitalter zu Ende geht?
Ich habe General Obersirski zum Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine ernannt. Dabei geht es weder um Namen noch um Politik. Es geht um das System unserer Armee. Jeder Soldat, jeder Feldwebel und jeder Offizier, der die Front kennt, versteht, welche Lösungen gebraucht werden. Einen deutlichen Technologiesprung in den Aktionen unserer Armee. Ich habe gerade einen Erlass unterzeichnet, der die Schaffung einer eigenen Truppengattung innerhalb unserer Verteidigungskräfte einleitet. Die Unmanned Systems Force, also die Streitkräfte für unbemannte Systeme. Das ist keine Angelegenheit der Zukunft, sondern etwas, das sehr bald greifbare Ergebnisse liefern muss. Dieses Jahr muss in vielerlei Hinsicht entscheidend sein, vor allem auf dem Schlachtfeld. Präsident Volodymyr Zelensky. Schnallt euch für dieses Video bitte besonders gut an, denn ich werde euch heute nicht nur zeigen, dass Szenarien aus Filmen wie Terminator, Matrix oder Wargames keine Zukunftsmusik mehr sind, sondern wo und wie genau mit voller Kraft im Ukraine-Krieg auf sie hingearbeitet wird. Und zwar ganz einfach, weil kein Weg an ihnen vorbeiführt. Sie bilden für beide Seiten die Schlüssel zum Sieg. Da es sich um ein sehr umfangreiches, aber selbst für die meisten Militäranalysten unbekanntes Neuland-Thema handelt, kann ich euch versichern, dass sehr viele neue und schwer zu verdauende Informationen auf euch zukommen werden. Und damit ihr diese besser verarbeiten könnt, habe ich mich dazu entschieden, dieses Video in zwei Teile zu teilen. Den ersten habt ihr also heute vor euch und der zweite kommt schon bald. Also vergesst bitte nicht, meinen Kanal jetzt gleich zu abonnieren, falls nicht schon geschehen. Und aktiviert bitte auch das Glöckchen, denn erst dieses bildet ja seit geraumer Zeit hier auf YouTube das eigentliche Abo. Ich habe von einigen Zuschauern auch Zuschriften bekommen, dass YouTube bei ihnen meinen Kanal wieder deabonniert hätte. Nun habe ich leider keine Möglichkeiten, dies irgendwie nachzuprüfen. Es könnte auch einfach daran liegen, dass einige diesen Kanal mit Visualpolitik verwechseln, dass sie eben schon abonniert haben. Es gab früher allerdings schon mal Meldungen über YouTube-Bugs, bei denen Abonnenten plötzlich von alleine verschwanden. Aber wie dem auch sei, kontrolliert doch bitte lieber nochmal das Abo hier. Sicher ist sicher. Ich danke euch dafür. So, und wenn ihr das erledigt habt, kommen wir zu unseren Schlüsselfragen. Bei welchen Waffensystemen wird künstliche Intelligenz schon in sehr kurzer Zeit eine derart entscheidende Rolle spielen, dass sie das Gleichgewicht der Kräfte zum Kippen bringen kann? Welche Seite wird sie früher ausspielen können? Und wann kommt endlich die erste Beta von Skynet raus? Heute werden wir all diese Fragen natürlich beantworten, und zwar gleich nach der kurzen Botschaft des Sponsors, der das heutige Video erst möglich gemacht hat, AG1. AG1 ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das mir hilft, fit zu bleiben, mich mental besser zu fokussieren und außerdem meine Haarpracht und meine Männlichkeit zu erhalten. Ja, ihr habt richtig gehört. Mit Biotin, Zink und Selen zum Beispiel trägt es zur Stärkung meiner natürlichen Haare als auch des Testosteronspiegels bei. Aber das ist nur eine von vielen Funktionen. AG1 ist nämlich viel mehr als ein Multivitamin. Es bildet mein tägliches Nährstofffundament. Man muss nicht mehr 10 unterschiedliche Vitaminpillen einnehmen. Und ja, wenn du den Monatspreis für AG1 gesehen hast, klingt der erstmal nicht besonders günstig. Allerdings nur auf den ersten Blick. Wenn man nämlich nachrechnet, ist das pro Tag nur etwa so viel wie ein Coffee to go oder ein Croissant. Nur, dass diese im Gegensatz zu AG1 deine Gesundheit nicht so toll unterstützen. Mit AG1 bekommst du nämlich quasi 5 Produkte in einem. Es macht viele Multivitaminen, Multimineralienpräparate, Bakterienkulturen sowie andere Greens-Mischungen und vieles mehr überflüssig. AG1, das aus jahrzehntelanger Forschung entstanden und bereits 52 Mal weiterentwickelt und optimiert wurde, hilft mir, während des ganzen Arbeitstages im Flow zu bleiben und meinen mentalen Fokus auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt. Und das ist nicht einfach so dahergesagt, sondern eine evidenzbasierte Tatsache. Ihr glaubt mir nicht, dann überzeugt euch vielleicht, dass zahlreiche international anerkannte Naturwissenschaftler, die sich ihr ganzes professionelles Leben mit diesem Thema beschäftigen, AG1 empfehlen. Unter anderem so namhafte Fachleute wie Professor Dr. Andrew D. Huberman, Neurowissenschaftler und Professor für Neurobiologie an der Stanford School of Medicine. Und Professor Dr. David Andrew Sinclair, Biologe und Professor für Genetik, der sich auf die Erforschung von Alterungsprozessen spezialisiert hat. Beide haben sich ausgiebig mit AG1 beschäftigt und empfehlen es immer wieder. Okay, klar ist, ein Nahrungsergänzungsmittel ersetzt keine ausgewogene Ernährung. Deswegen heißt es ja nur Ergänzungsmittel. Aber mal Hand aufs Herz. Wer schafft es denn heutzutage wirklich, sich durchgängig ausgewogen zu ernähren, ohne dass dafür viel Zeit drauf geht? Allerdings ist AG1 nicht nur für meinen individuellen Anwendungsbereich geeignet, sondern bietet noch viele weitere gesundheitliche Vorteile, über die ihr mehr erfahren könnt, wenn ihr auf den Link in der Beschreibung klickt. Dort erfahrt ihr auch weitere Details darüber, welche Inhaltsstoffe genau welchen Nutzen bringen und wie sie optimal aufeinander abgestimmt sind, um Synergieeffekte und eine hohe Bioverfügbarkeit zu erzielen. Fakt ist, AG1 ist keto-freundlich und die mehr als 70 sorgfältig ausgewählten Bestandteile wurden größtenteils aus echten, natürlichen, veganen Nahrungsmitteln wie Erbsen oder Soja gewonnen. Außerdem schmeckt es auch noch gut.
Natürlich darf man es wie alles nicht überdosieren, sollte auf Allergene achten und vor allem nicht einnehmen, wenn man schwanger ist oder stillt. Ich empfehle euch auf jeden Fall mal eine Ernährungsberatung zu machen, um festzustellen, was genau ihr braucht, um euch besser zu fühlen und gesünder zu leben. Mir persönlich hilft die oben genannte Kombination mit AG1 am besten, denn es deckt meiner Ansicht nach die allermeisten Fälle zufriedenstellend ab. Passend dazu bietet AG1 unseren Zuschauern auch noch ein besonderes Angebot. Wenn du auf den Link in der Videobeschreibung klickst, erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von über 40 Euro gratis dazu. Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive schicke Aufbewahrungsdose und einem praktischen Shaker. Das Ganze ist ein Abo, aber ohne Laufzeitbindung. Du kannst es jederzeit nach Belieben anpassen, pausieren oder einfach kündigen. Also, worauf wartest du noch? Probier AG1 doch einfach mal ganz unverbindlich aus und unterstütze auch deine Ernährung auf einfache und gesunde Weise. Übrigens, falls ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr dies durch eine freiwillige Spende über den Link tun, der sich ebenfalls in der Videobeschreibung befindet. Ich danke euch dafür. So, und nun schnell zu unserem Thema, der großen KI-Waffenrevolution, die sich gerade in der Ukraine vollzieht. Jenseits der Grenzen des Menschmöglichen. Dieses Video ist übrigens wieder in Zusammenarbeit mit United 24 Media entstanden. Schaut bitte auch auf deren englischsprachigen Kanal vorbei, falls euch Themen rund um die Verteidigung der Ukraine interessieren. Mein großer Dank geht auch an den renommierten Militäranalytiker Phillips P. O'Brien, Professor für strategische Studien an der St. Andrews University, auf dessen Expertise sich große Teile dieses Videos stützen. Im Jahr 2009 beschloss Russland, dass sein militärisch-industrieller Komplex ein besonderes Augenmerk auf die fokussierte Weiterentwicklung seiner sowieso schon zu Sowjetzeiten traditionellen guten Fähigkeiten zur elektronischen Kriegsführung, kurz EK, legen muss. Putin schuf dafür sogar eine eigene Truppengattung und stattete sie mit rund 60 modernen Systemen aus. Ältere, veraltete Ausrüstung wurde dabei aufgerüstet. Und trotz der schweren Verluste, die Russland bei diesen Einheiten in der Ukraine erlitten hat, hält es damit bei der elektronischen Kriegsführung noch immer die Oberhand. Nicht umsonst hat der ukrainische General Saluzhny in seinem berühmten Essay Moderne Systeme zur elektronischen Kriegsführung ganz oben auf die Wunschliste gesetzt, mit der die Ukraine das Patt brechen will. Das Problem ist jedoch, zwar hat die ständige Weiterentwicklung der Drohnenabwehr auf beiden Seiten dazu geführt, dass sich auch das FPV-Design im letzten Jahr ständig weiterentwickelt hat. Allerdings gehen Experten davon aus, dass auch in diesem Segment die Defensive irgendwann die Offensive überholen wird. Und zwar mit weitreichenden Folgen für die Zukunft der Drohnen- und Roboterkriegsführung. Die Störmaßnahmen der russischen und der ukrainischen radioelektronischen Streitkräfte haben daher zu einer forcierten Beschleunigung der Bemühungen beider Seiten geführt, Kamikaze-Drohnen mit KI-Technologie auszustatten. Diese Selbstmorddrohnen mit autonomem Flug, Zielidentifizierungs- und Tötungssystemen umgehen nicht nur die Störsignale, sondern sie könnten auch bald die Rolle menschlicher FPV-Piloten ganz minimieren. Die BBC hat eine faszinierende, authentische Geschichte direkt aus dem Frontalltag einer ukrainischen FPV-Drohneneinheit gebracht, bei der es genau um dieses Thema geht. Wie ihr sicher alle wisst, werden FPV-Drohnen von Piloten ferngesteuert, die sich nicht weit vom Schlachtfeld entfernt befinden, denn die Reichweite ist immer ein Problem, wenn es um dynamische Kampfsituationen geht. Einige von euch haben sicher die Bilder amerikanischer Drohnenpiloten im Kopf, die von Übersee aus Ziele in Afghanistan bombardieren. Nun, das geht im Falle statischer Ziele gut, aber im Frontkampf kann jede Millisekunde Latenz über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Also kommen wir zu unserer ukrainischen Drohneneinheit an der Front. Eine ihrer Aufgaben ist es nämlich, russische Drohnenpiloten zu identifizieren, um sie eliminieren zu können. Eine Drohne wird nach draußen gebracht, während Artem sein VR-Headset aufsetzt. Auf dem Monitor können wir beobachten, wie er sie über den Fluss ins besetzte Gebiet steuert. Zunächst sind keinerlei Ziele zu erkennen, doch ein paar Kilometer weiter kommt Artems Drohne in einem Industriegebiet an. Sie passiert eine Lagerhalle und schwebt dann neben einem Wohnblock. Schließlich entdeckt er eine Antenne neben einem Fenster im Treppenhaus und fliegt direkt darauf zu. Der Bildschirm wird blau, ein Kill. Artem atmet aus und nimmt sein Headset ab. Als wir das zum ersten Mal gemacht haben, war es sehr emotional. Jetzt ist es alltäglich. Ich hatte vor der Invasion nicht genug Zeit, um Computerspiele zu spielen. Jetzt hole ich das nach. Unsere Protagonisten haben Blut geleckt, also schicken sie eine weitere Drohne über den Fluss. Kaum hat sie diesen jedoch überquert, wird der Bildschirm ungewollt blau. Die Russen haben ihr Störsystem eingeschaltet. Aber Artem gibt nicht auf. Eine dritte Drohne macht sich auf die gleiche Reise. Diesmal schafft sie es und kehrt zum Wohnblock zurück. Er kann so bestätigen, dass die Antenne zerstört wurde. Mit einer verbleibenden Batterieladung von 10 Minuten fliegt er los, um zu sehen, was er noch so aufspüren und zerstören kann.
Seine Einheit hat es auf eine Hauptstraße abgesehen, über die die Russen Nachschub anliefern. Für Zivilisten gilt dort ein Fahrverbot. Deshalb jagen die ukrainischen Drohnenpiloten alles hoch, was Räder hat. Artem entdeckt einen russischen Kontrollpunkt und fliegt ihn an. Zu seinem Pech setzen die Russen aber eine Drohnenstörkanone ein und der Bildschirm wird wieder blau. Artem atmet wieder aus. Klar ist, eine integrierte Drohnen-KI hätte die beiden letzten erfolglosen Missionen in erfolgreiche verwandeln können. Ohne sie müssen sich die Drohnenpiloten gut überlegen, welches Ziel sie zuerst ausnehmen, weil sie damit ja die EK-Systeme aufscheuchen. Sobald die Russen die Verbindung zur Drohne unterbrochen hatten, hätte die KI eingreifen und die Drohne weiter in Richtung des Ziels fliegen können. Wenn eine Drohne über ein KI-fähiges System verfügt, das ihr sagt, wie sie angreifen soll, ist der Verlust der Verbindung zum menschlichen Piloten nicht mehr missionsentscheidend. Solange die KI-fähige Kamera noch funktioniert und Formen auf dem Boden erkennt und die interne Programmierung funktioniert, hat sie eine viel bessere Chance, ihren Weg fortzusetzen und entweder ein vorher ausgewähltes Ziel oder sogar ein Gelegenheitsziel anzugreifen, das sie auf ihrer Reise identifiziert hat. Auch eine sehr primitive KI kann einer Drohne helfen, ihren Angriff zu Ende zu führen. Wie unsere kleine Geschichte von eben gezeigt hat, sind die EK-Systeme oft nur auf sehr kurze Entfernungen wirksam und sie werden nur dann zum Angriff auf eine Drohne eingesetzt, wenn diese in Sichtweite ist. Die Erhöhung der Reichweite durch KI-gestützte Angriffe wird im weiteren Verlauf des Krieges also entscheidend sein. Tatsächlich behauptete der ukrainische Minister für digitale Transformation im Herbst 2023, dass die Ukraine an einem System arbeite, das es einer Drohne ermöglicht, ihre Angriffe fortzusetzen, selbst wenn die russische Luftwaffe ihre Kommunikation in mehreren Kilometern Entfernung von einem Ziel abschneidet. Der ukrainische Minister für digitale Transformation, Mikhailo Fedorov, sagte, der Angriff sei das Werk ukrainischer Systeme gewesen, die mit Mitteln der von der Regierung betriebenen Crowdfunding-Plattform United24 bezahlt wurden, die Geld für Ausrüstung einschließlich Drohnen sammelt. Nach Angaben des Ministers testet die Ukraine KI-Systeme, die Ziele in mehreren Kilometern Entfernung orten und Drohnen dorthin lenken können, selbst wenn die externe Kommunikation durch Maßnahmen der elektronischen Kriegsführung unterbrochen wird. Fedorov sagte auch, dass die ukrainische Drohnenproduktion im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als das Hundertfache gestiegen sei. Wir brauchen KI, zum Beispiel die Technologie zum Auffinden von Zielen, so wie die Lancet, eine russische Drohne, arbeitet, damit ein Ziel unter elektronischer Kriegsführung geortet und zerstört werden kann. Im Moment ist das alles noch in der Testphase, aber einige Drohnen, die wir kaufen, nutzen KI, um Ziele zu erkennen. In einem Wald kann sie ein Ziel erkennen und feststellen, ob es sich um eine Person, einen Panzer oder ein bestimmtes Fahrzeug handelt. Diese Technologien werden aktiv genutzt, so Fedorov. Der hier erwähnte Vorteil für KI-gesteuerte Drohnen ist dermaßen wichtig, dass es nur schwer vorstellbar ist, dass in Zukunft nicht alle Drohnen über irgendeine Form von KI verfügen werden. Denn was sich viele noch nicht vergegenwärtigt haben, es handelt sich hier um den wohl bedeutendsten und auch rasantesten Rüstungswettlauf unserer Zeit. Keine andere Technologie wird die Kriegsführung sowohl in diesem Krieg als auch allen zukünftigen stärker verändern. Und passt gut auf, denn wenn es um KI geht, bilden Drohnen nur die Spitze des Eisbergs. Der Mensch als Bremsklotz. Jeder, der sich für den russischen Krieg in der Ukraine nur irgendwie interessiert, weiß es. Die wohl mit Abstand wichtigste Waffengattung in diesem Konflikt stellt die Artillerie dar. Natürlich liegt dies auch daran, dass die Landschaft in der Ukraine weitgehend flach und offen ist, was den Einsatz von Artillerie effektiv macht. Die russische Philosophie hinter dem Einsatz ihrer Artillerie scheint darauf zu basieren, sie als zentrales Element sowohl ihrer Offensive als auch ihrer Verteidigung zu nutzen. In Verbindung mit Drohnenaufklärung kann die Artillerie so gut wie jede sich bildende größere Formation von gepanzerten Fahrzeugen oder Infanterie auseinandernehmen, was beiden Seiten so gut wie jede Möglichkeit nimmt, massiv Durchbrüche zu erzielen. Es ist diese Kombination, die den nun vorherrschenden langwierigen Stellungskrieg hervorgebracht hat, in dem die Defensivkräfte klare Vorteile gegenüber den Offensivkräften haben. Und so mancher von euch fragt sich nun sicher, wäre es da nicht von Vorteil, KI nicht nur in den Drohnen, sondern in den Haubitzen selbst zu implementieren und diese eventuell irgendwie intelligent zu vernetzen? Tja, diese Idee hatten schon andere und tatsächlich sieht es gerade jetzt so aus, als würde KI mehr und mehr im Artilleriefeuer eingesetzt werden. Die Ukrainer haben erst kürzlich behauptet, dass sie einige ihrer von Frankreich gelieferten Caesars mit KI ausstatten. Vor allem um die Zielidentifizierung zu beschleunigen und dann die optimale Angriffsmethode zu wählen. Die Qualität der angegebenen Schätzungen war dabei bemerkenswert. Laut dem stellvertretenden ukrainischen Verteidigungsminister hatten KI-fähige Caesars zahlreiche Vorteile, darunter eine Zeitersparnis bei der Lokalisierung und dem richtigen Beschuss eines russischen Ziels. Und das könnte sogar zu erheblichen Munitionseinsparungen führen.
Wir alle wissen schließlich, was für ein entscheidender Faktor gerade das sein kann angesichts des momentanen Zirkuses um die Lieferung von Artilleriemunition an die Ukraine. Die Caesar-Artillerie der Ukraine setzt künstliche Intelligenz ein. Die Ukraine verfügt derzeit über 49 Caesars, von denen 18 von Frankreich gespendet, 12 von Nexter KNDS gekauft und 10 von Dänemark bereitgestellt wurden. Die Lieferung von 6 weiteren war für Oktober 2023 angekündigt. Die hochmoderne KI-Feuerleitanlage der Caesar berechnet nicht nur die optimale Gefechtsstrategie und wendet diese an, um das Geschütz automatisch zu platzieren, sondern bezieht auch den Fahrzeugwaffenstandort, meteorologische Daten und Munitionsdetails innerhalb von Sekunden mit ein. So ist die Caesar in der Lage, sich nach Erhalt eines Feuerbefehls in Bewegung zu setzen, anzuhalten, die Stabilisatoren auszufahren, zu laden, mehrere Geschosse abzufeuern und dann in weniger als 2 Minuten wieder zu verschwinden. Sie kann sogar programmierte Schießmuster ohne Eingreifen des Bedieners ausführen. So ist zum Beispiel der Einsatz von MRSI, Multiple Round Simultaneous Impact, möglich, bei dem die Geschosse schnell hintereinander abgefeuert werden und ihre Flugbahn so angepasst wird, dass sie alle gleichzeitig auf das Ziel treffen. Eine einzige Caesar kann MRSI durchführen, wobei ihre Steuerung die notwendigen Anpassungen vollautomatisch vornimmt. Erinnert ihr euch noch, als ich am Anfang dieses Videos die beeindruckende fotodokumentierte Abschussverlustquote der Ukraine von sage und schreibe 13:1 in Avdiivka erwähnt habe? Nun hört euch mal das hier an. Der Einsatz von KI könnte die Leistung der Panzerhaubitze weiter verbessern, indem sie diese Fähigkeiten nutzt, um Ziele schneller einzuschätzen und die optimale Lösung für deren Bekämpfung zu ermitteln und anzuwenden. Laut Gavriljuk könnte der Einsatz von KI zu einer 30%igen Einsparung von Munition führen und gleichzeitig die Genauigkeit und die Wirkung auf das Ziel erhöhen. Das allein würde den Projektaufwand schon rechtfertigen, aber das Potenzial, die Missionsdurchführung zu beschleunigen, ist ebenso wertvoll. Die begrenzte Anzahl von nur 10 Caesars, die gegen die russische Avdiivka-Offensive eingesetzt wurden, beweist klar den Erfolg der Shoot-and-Scoot-Taktik. Trotz der schnellen russischen Abwehrreaktion von 180 Sekunden haben die Caesars die Angreifer zerstört, ohne selbst eine einzige Haubitze zu verlieren. Klar ist, Funktionen, die ein westliches Artilleriesystem bekommt, werden schon bald auch bei allen anderen auftauchen. Die Käufer, das heißt Verteidigungsministerien, werden Druck auf die Hersteller ausüben, damit diese untereinander Lizenzvereinbarungen treffen, um Know-how und Code auszutauschen. Selbstverständlich nur innerhalb der jeweiligen Hemisphäre. Nichts davon darf hinter den neuen eisernen Vorhang kommen, aber dazu später mehr. Denn genau das könnte für eine Seite den entscheidenden Vorteil in der Potenz der diesen Krieg so definierenden Waffengattung machen, vor allem beim sogenannten Counter-Battery-Fire, also dem Artillerie-Gegenbeschuss. Der Gegenbeschuss ist seit der Einführung der modernen Artillerie ein großes Thema. Es ist der Versuch, eine gegnerische Artillerieeinheit so schnell wie möglich unter Artilleriefeuer zu nehmen, sobald diese sich durch Schüsse zu erkennen gegeben hat. Mit anderen Worten, sobald eine russische Artillerieeinheit feuert und sich zu erkennen gibt, wollen die Ukrainer so schnell wie möglich Gegenfeuer auf diese russische Einheit geben, bevor die Russen sie bewegen können. Und es versteht sich von selbst, dass die schnellstmögliche Identifizierung und Weiterleitung von Befehlen an die richtige Einheit für das Gegenfeuer absolut entscheidend für den Erfolg dieser Mission sind. Deswegen wurde zum Beispiel viel ins Radar zur Artillerieabwehr investiert, das den Abschussort einer feindlichen Granate bereits in der Sekunde identifizieren kann, in der sie das Geschützrohr verlässt. Die USA verfügen über einige der besten Radargeräte der Welt, die auch für die Verfolgung feindlicher Drohnen eingesetzt werden, und haben einige dieser Abwehrsysteme auch der Ukraine zur Verfügung gestellt. Der Punkt ist jedoch, vor dem 24. Februar 2022 gingen sowohl die US-Militärs als auch die Entwickler dieser Systeme davon aus, dass es immer mindestens einen Menschen geben wird, der beim Artilleriegegenbeschuss letztendlich den Abzug drücken würde. Nun allerdings wird allen Beteiligten immer mehr klar, dass diejenige Seite, die diesen verzögernden menschlichen Faktor noch im Reaktionszyklus belässt, verlieren wird. Wenn die KI ein schnelleres Gegenfeuer mit der optimalen Munition für das jeweilige Ziel ermöglichen kann, ist der Vorteil gegenüber der Seite, die diese Möglichkeiten nicht hat, enorm. Es ist der Vorteil, am Leben zu bleiben oder eben nicht. Und was uns auch klar sein muss, keine der beiden Seiten und schon gar nicht die Ukraine kann sich den Luxus leisten, hier zimperlich zu sein und erstmal langwierige ethisch-philosophische Diskurse zu führen bezüglich der Zulässigkeit oder etwaiger Folgen der Delegierung unmittelbarer Ziel- und Feuerentscheidungen an eine KI. Und zwar auch bei wirklich schweren Waffen.
Wenn eine KI-gesteuerte Batterie mit der Auswahl von Zielen und der Entscheidung zu feuern betraut wird, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, eine feindliche Batterie zu treffen, bevor diese die Position wechseln kann und dabei gleichzeitig die eigenen Munitionsreserven zu schonen, wird genau das umgesetzt werden. Und zwar so rasch wie möglich. Die KI-Revolution im Krieg ist damit unaufhaltsam geworden, weil sie Vorteile bietet, denen kein Militär widerstehen kann. Der russisch-ukrainische Krieg macht uns nichts Geringeres als das gerade so deutlich, dass wir nur mit den Ohren schlackern können. Algorithmen und künstliche Intelligenz ermöglichen eine viel raschere und präzisere Identifikation feindlicher Ziele sowie eine schnellere Reaktion darauf. Sie optimieren den Verlauf der Kampfhandlungen, indem sie schnelle Entscheidungen über die effektivste Angriffsweise treffen, sei es hinsichtlich der zu nutzenden Munitionsart, Angriffsposition, dem Angriffswinkel und vielem mehr. Und schließlich hat die KI sogar höhere Chancen zu überleben als der menschliche Schütze oder Pilot. KI-fähige Drohnen sind wesentlich resilienter gegenüber elektronischen Abwehrsystemen. Und der Clou, vor allem für die Ukraine: KI macht eine Armee unabhängig von menschlichen Kapazitäten und dem Mobilisierungspotenzial. Den Krieg gewinnt, wer die besseren Programmierer und Ingenieure hat. Außerdem reduziert KI das Maß, in dem Soldaten dem Kampfgeschehen direkt ausgesetzt sind, wodurch auch die Zahl der Opfer verringert werden kann, zumindest vorerst. Und wieso sage ich vorerst? Nun, schauen wir uns doch lieber nochmal an, wieso eigentlich all die Ethikdiskussionen um den KI-Einsatz im Kriege wie weggeblasen sind. Haben uns nicht vor kurzem alle möglichen Wissenschaftler, Unternehmer, Politiker und Promis davor gewarnt, dass wir selbst von Chatbots ausgerottet werden? Und jetzt ist das alles plötzlich schnurzpiep egal? Hallo, der Technologiesprung zum Real World Skynet steht unmittelbar bevor und niemanden interessiert es? Also, wie nahe sind wir wirklich an einer Realität, wie sie das dystopische Science-Fiction-Kino schon seit langem prophezeit? Zieht euch jetzt bitte noch einmal verdammt warm an. Die Singularität ist jetzt. Momentan ist es nur eine kleine, aber immer stärker wachsende Zahl von Experten, die sich darüber einig ist, dass nichts Geringeres über den Ausgang des Krieges in der Ukraine entscheiden wird, als die enorme Beschleunigung und Ausweitung des Einsatzes von KI zur Kontrolle schwerster Waffen. Und zwar bis zu dem Punkt, an dem der Mensch als Lenker, Entscheider und Kontrolleur völlig aus dem Spiel genommen wird. Die einzige Rolle, die dem Menschen bleibt, wird noch eine ganze Weile die des Ziels sein. Aber als auch solches könnte er irgendwann irrelevant werden. Es zeigt sich einmal mehr, dass der Krieg tiefgreifende und schnelle Veränderungen in Bereichen bewirken kann, von denen die Menschen früher dachten, sie könnten sie aufhalten oder zumindest mit Diskussionen über einen längeren Zeitraum hinausschieben. Denn ein Krieg kann potenziell alles verändern. Technologisch, kulturell, wirtschaftlich, sozial und ethisch. Und jetzt ist die künstliche Intelligenz dabei, all das zu verändern. Natürlich war KI im Kampfeinsatz schon Jahrzehnte vor der russischen Invasion ein heiß diskutiertes Thema. Bei der Debatte ging es aber vor allem um Kontrolle. Sollte die Fähigkeit zu entscheiden, was, wann und wie ein Ziel angegriffen werden soll, immer einem Menschen vorbehalten sein? Oder kann auch dieses an die KI delegiert werden? Die älteren Semester unter uns erinnern sich sicher noch an den Film Wargames mit Matthew Broderick aus dem Jahr 1983. Dort ging es darum, dass die US-Militärs die Sorge hatten, dass menschliche Kommandeure im Falle eines atomaren Erstschlags der UdSSR die US-Atomraketen gar nicht abfeuern würden. Deswegen entwickelten und installierten sie ein KI-System namens WOPR, War Operation Plan Response, das selbstständig entscheiden konnte, ob die US-Waffen abgefeuert werden und dies dann auch automatisch veranlasste. Der Grundtenor dieses Films ist natürlich die eindringliche Warnung davor, so etwas jemals real umzusetzen. Denn natürlich zeigt sich, dass WOPR an Halluzinationen leidet und ohne echten Grund den Weltuntergang eingeleitet hätte, wenn ihn die menschlichen Helden des Films nicht an allen Protokollen vorbei daran gehindert hätten. In vielerlei Hinsicht spiegelte die KI-Debatte vor dem 24. Februar 2022, vor allem wenn es um die autonome Kontrolle über Waffen ging, genau die gleiche Problematik wieder, die sich in Wargames abgespielt hat. Ist es ethisch vertretbar, eine KI die Entscheidungen zu überlassen, wann sie wen und womit angreifen und somit töten soll? Wie soll man mit Bugs und schweren Fehlern der KI umgehen? Kein Mensch wird jemals verstehen, wie komplexe neuronale Netze überhaupt funktionieren und kann für sie bürgen. Handelt es sich deswegen schon mal grundsätzlich um Kriegsverbrechen? Und führt uns die Vernetzung hochgradig intelligenter, autonom planender KI-Systeme mit Waffen nicht unumkehrbar auf die direkte Bahn in eine Dystopie à la Matrix oder Terminator? Nun, ausgerechnet Anfang Februar 2022, genau zu dem Zeitpunkt, als sich die russischen Truppen an der Grenze zur Ukraine massierten und auf den Überfall vorbereiteten, erschien im Bulletin of Atomic Scientists ein interessanter Artikel. Einer KI die Kontrolle über Atomwaffen geben? Was kann schon schiefgehen?
Wenn künstliche Intelligenzen Atomwaffen kontrollieren würden, könnte dies unser aller Tod sein. Das große Problem bei autonomen Atomwaffen und eigentlich bei allen autonomen Waffen sind Fehler. Auf maschinellem Lernen basierende künstliche Intelligenzen, der aktuelle Trend bei der KI, sind auf große Datenmengen angewiesen, um eine Aufgabe zu erfüllen. Googles AlphaGo hat die weltbesten menschlichen Go-Spieler, Experten in diesem alten chinesischen Spiel, das noch komplexer als Schach ist, geschlagen, indem es Millionen von Partien gegen sich selbst gespielt hat, um das Spiel zu lernen. Bei einem begrenzten Spiel wie Go hat das gut funktioniert, aber in der realen Welt können die Daten auf alle möglichen Arten verzerrt oder unvollständig sein. Ein Algorithmus zur Auswahl von Bewerbern auf eine Stelle in einer Firma kam zum Beispiel zum Schluss, dass der Name Jared und das Spielen von Highschool Lacrosse der zuverlässigste Indikator für die Leistung eines Bewerbers ist. Wahrscheinlich, weil er auf menschliche Vorurteile in den Daten hereingefallen ist. In einem Atomwaffenkontext verfügt eine Regierung möglicherweise nur über wenige Daten über gegnerische Militärplattformen. Vorhandene Daten könnten strukturell verzerrt sein, weil sie sich zum Beispiel auf Satellitenbilder stützen. Oder die Daten berücksichtigen keine offensichtlichen erwarteten Abweichungen, wie zum Beispiel Bilder, die bei nebligem, regnerischem oder bedecktem Wetter aufgenommen wurden. Der Punkt ist also, grundsätzlich kann man KI einfach nicht trauen. Diese Art von Argumenten war weit verbreitet und wurde sogar regelmäßig im Pentagon und im US-Verteidigungsministerium vorgebracht. Deshalb hat das US-Verteidigungsministerium immer betont, dass es in allen Entscheidungsabläufen mindestens einen Menschen haben muss. Die USA behaupten, dass Menschen immer die Kontrolle über KI-Waffen haben werden. Aber das Zeitalter des autonomen Krieges ist bereits angebrochen. Das Pentagon sagt, ein Verbot von KI-Waffen sei nicht notwendig. Aber Raketen, Kanonen und Drohnen, die selbstständig denken, töten schon seit Jahren Menschen auf dem Schlachtfeld. Tja, nichts scheint heute von so vorgestern zu sein wie diese Diskussion. Denn wie bei allem geht es auch hier um nichts anderes als eine Risiko-Nutzen-Abwägung, so zynisch dies auch sein mag. Beim strategischen Einsatz von Atomwaffen wäre der Schaden im Fall einer Fehlfunktion der entscheidenden KI natürlich so groß, dass so gut wie nichts ihren Einsatz rechtfertigen würde. Bei taktischen Atomwaffen und vor allem konventionellen Waffen sieht diese Rechnung jedoch ganz anders aus. Krieg hat die Eigenschaft, frühere Bedenken durch seinen unerbittlichen Drang zur Vernichtung des Gegners in den Hintergrund zu rücken. Dies wurde schon bei der Verwendung von Landminen und Streumunition deutlich. Waffensysteme, deren Einsatz vor einer umfassenden Invasion in Frage gestellt und sogar als illegal eingestuft wurden. Und dennoch sind sie jetzt auf dem Schlachtfeld allgegenwärtig. Schließlich ist es doch nichts anderes als die Entwicklung der KI, die langfristig am wichtigsten für den Endsieg sein könnte. Vor allem bei Drohnen, aber auch bei anderen Systemen scheint es so zu sein, dass ihre Ziel- und Angriffsprozesse mehr und mehr auf eine Form von KI umgestellt werden. Wohlgemerkt, dies geschieht bereits auf beiden Seiten, auch wenn wir bisher vor allem über den Westen und die Ukraine gesprochen haben. Dabei gehört der Einsatz von KI für die Russen, inklusive der Kill-Entscheidung, bereits heute zum Alltag. Also schauen wir doch mal, wie weit man auf der anderen Seite des neuen eisernen Vorhangs mit der KI ist. Denn ich denke, dass euch der Fortschritt der Russen durchaus überraschen wird. Verbotene Früchte. Eine der für die ukrainischen Truppen gefährlichsten russischen Waffen ist die Kamikaze-Drohne Lenze 3. Und ja, sie ist mit KI-Funktionen ausgestattet. Die Ironie daran ist, dass dies nur möglich war, weil die Russen Zugang zu westlicher Technologie hatten. Hier nur ein kurzer Auszug aus einem detaillierten Bericht über die Lenze 3, der zeigt, wie viel davon auf illegal importierter Technologie aus dem Westen basiert. Russische Lenze 3 Kamikaze-Drohne ist voller ausländischer Komponenten. Westliche Bauteile ermöglichen der russischen Lenze 3-Drohne fortschrittliche Ziel- und Störungsabwehrfähigkeiten. Die Lenze 3 verfügt über KI-Analyse- und Bildverarbeitungsfähigkeiten, die von einem Jetson-Modul des amerikanischen Unternehmens Nvidia und Nvidia Software unterstützt werden, die es der Drohne ermöglichen, bestimmte Objekte allein oder in Gruppen autonom zu suchen und zu verfolgen. Das Drohnensystem ist außerdem mit einem U-Blocks-Lenk- und Navigationsmodul ausgestattet, das über fortschrittliche Fähigkeiten gegen Stör- und Ablenkungsaktionen verfügt, mit denen die ukrainischen Maßnahmen zur elektronischen Kriegsführung erfolgreich abgewehrt werden konnten. Mit Hilfe der durch westliche Technologie ermöglichten analytischen und bildverarbeitenden Fähigkeiten der Lancet-KI werden die ebenfalls vom Westen gelieferten Fahrzeuge der ukrainischen Armee zerstört. Die Lancet-KI ist zum Beispiel in der Lage, bestimmte Formen zu erkennen, die charakteristisch für westliche
Waffen sind. Und wenn sie eine dieser Formen identifiziert, wird sie automatisch zum Angriff übergehen. Für die Russen ist die Lancet die wohl effektivste Zermürbungswaffe in ihrem Arsenal. Sie vernichtet sowohl Panzer als auch Artillerie, während die Ukraine dabei noch immer überwiegend auf durch menschliche Piloten gesteuerte FPV-Drohnen setzt. Tja, und in diesem Dilemma zeigt sich verdichtet, wie sehr sich nun alle Ethikdiskussionen über den Einsatz autonomer KI in Waffensystemen erübrigt haben. Sowohl die Ukraine als auch der Westen haben ganz einfach keine andere Wahl, als hier mit voller Kraft aufs Gas zu drücken. Denn der Feind tut dies auch. Dabei wird die Seite, die die bessere KI in ihre Drohnen einbauen kann, nicht nur einen zunehmenden Vorteil erlangen. Nein, dieser Vorteil könnte exponentiell wachsen. Erste Tests haben ergeben, dass die Ukraine allein durch die Installation einfacher KI-Funktionen in ihre Drohnen das Verhältnis der eigenen gegenüber den russischen Verlusten derart erhöhen könnte, dass den Russen bis Ende 2024 die schwere Ausrüstung ausgeht. Aber wieso dies eine mathematische Gesetzmäßigkeit ist, werde ich euch im zweiten Teil dieses Videos anhand einer bestechenden wie eindrucksvollen Rechnung mit direktem Praxisbezug erklären. Wir werden dort unter anderem auch genau beleuchten, wie stark sich der Westen in puncto Waffen-KI in Führung befindet und wie man diesen Vorteil nutzen kann, damit die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Also vergesst bitte nicht, wie gesagt, meinen Kanal zu abonnieren, um diesen zweiten Teil ja nicht zu verpassen. Ansonsten gilt wie immer, liked dieses Video, falls es euch gefallen hat und teilt es mit euren Freunden. Und über den Link in der Beschreibung könnt ihr mir auch eine kleine freiwillige Spende zukommen lassen, um meine Arbeit zu unterstützen. Ich danke euch schon mal im Voraus, macht's gut und bis zum nächsten Mal.